Hätte ich echt nicht gedacht, dass selbst die Bundesregierung was für uns macht. Endlich wieder Ausgangssperre. Zeit für euch, Weltbeben 2020. Viel Spaß, es geht los. Moment, so schnell geht's natürlich nicht. Wir haben 207 Abonnenten. Ganz toll. Jedoch, wir wollen 1000 Abonnenten. Wir wollen in den Livestream gehen. Wir werden zu Pfingsten als Weltbeben-Team vor Ort in Berlin sein. Dort geplant 3 Tage Großveranstaltung. Wir werden berichten, umfassend. Von daher, wir brauchen eure Unterstützung. Jeden von euch. Es kommt auf dein Abo an. Bitte klicken, liken, abonnieren und unterstützt uns, wo es nur irgend geht. Vielen, vielen Dank dafür. Nur so können wir weiter vorankommen. Wir zählen auf euch. Super. Jetzt habe ich es doch fast vergessen. Mensch, unser Weltbeben 2020-Rapper Pasquito hat seinen neuen Hit rausgebracht. Aliens. Auch hier bei uns verlinkt. Bitte klickt auch bei ihm mal rein. Hört euch das Lied mal an. Es ist wirklich klasse gemacht. Ein super Video. Ein cooler Typ. Klickt auch für ihn. Abonniert ihn. Er kann es gut gebrauchen. Vielen Dank. Weltbeben 2020 hat immer spannende Gäste. Heute Herrn Dr. Thomas Kier aus Darmstadt, Chirurg und Notfallmediziner, studiert an der Goethe-Universität in Frankfurt, dann Auslandsaufenthalte in Südafrika, den USA und Indonesien. Ein weitgereister Mensch. Heute bei uns hier im Gespräch. Viel Spaß dabei. Wir begrüßen heute noch Herrn Thomas Kier hier in Darmstadt. Sie sind Mediziner. Chirurgie, wenn ich mich recht erinnere, Notfallmedizin habe ich gelesen. Sie sollten heute, oder ursprünglich hat man uns darauf gefreut, dass Sie auf der Veranstaltung hier in Darmstadt sprechen von Querdenken 0611, ist aber egal, auf der Querdenken-Veranstaltung auf jeden Fall. Wir sind trotzdem kurz ins Gespräch gekommen. Mich interessiert einfach mal ein bisschen zusammengefasst, was wäre Ihr Thema heute gewesen? Worüber hätten Sie überhaupt äußern wollen? Wo sind Sie aktuell durch die Pandemie, durch die Gesamtsituation betroffen? Einfach vielleicht ein kleiner Abriss für uns mal. Letztendlich müssen wir ja sagen, dass die Datenlage ja klar ist. Ich weiß gar nicht, was wir auf der Bühne überhaupt noch hier den Zuhörern erzählen sollen, weil wir können das Intensivregister einsehen, wir können die Zahlen vom Bundesamt für Statistik einsehen. Wir wissen, wie momentan die Belegung ist. Ich habe sehr viel Kontakt zu niedergelassenen Ärzten, die schon seit Jahren nicht so einen schwachen Winter gesehen haben. Ich habe Kollegen aus Rheinland-Pfalz, die sagen, bei uns haben 2 Stationen geschlossen, weil in der Klinik nichts los ist. Also Fakt ist letztendlich, dass wir brauchen das alles nicht mehr zu erzählen, das ist alles abrufbar. Wichtig ist jetzt, dass die Menschen nicht auf einen Messias warten, sondern dass sie aktiv werden und auf die Straße gehen und sich einfach diese Fragen stellen und sich friedlich der ganzen Sache hier widersetzen, weil es ist absolut absurd, was wir hier mitmachen. Und letztendlich hat es ja, und man muss ganz klar sagen, die Kanzlerin lügt ja nicht. Sie hat ganz klar auf die Frage vom Herrn Reitschuster, auf welche wissenschaftlichen Grundlagen diese ganzen Maßnahmen berufen, hat die Frau Kanzlerin ganz klar gesagt, es gibt keine wissenschaftlichen Grundlagen, es gibt eben politische Motive. Und das sollte definitiv uns Fragen aufwerfen. Und offensichtlich haben wir ja hier kein medizinisches Thema. Ich sehe das zumindest mal im Gesundheitswesen momentan nicht. Die Krankenhausbetten wurden seit letztem Sommer massivst reduziert. Und es ist doch klar, dass wenn wir die Krankenhausbetten reduzieren, und versuchen, so die Bettenzahlen relativ knapp zu halten, dass dann die Überforderung der Krankenhäuser relativ dazu natürlich auch vorhanden ist. Und all diese Sachen müssen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr großartig diskutieren. Das ist, denke ich mal, einfach vielen Menschen klar. Wir müssen auf der anderen Seite ganz klar sagen, dass wir momentan Infektionsschutzmaßnahmen seit über 12 Monaten ertragen müssen. Und diese Infektionsschutzmaßnahmen wie die AHA-Regel, wie das Maskentragen, was auch immer wir für Schikanen durchmachen, keine Vereinsaktivitäten, alles gecancelt. Und zu guter Letzt ist letztendlich die Impfung die eigentliche Lösung des ganzen Problems. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, okay, wir haben hier Infektionsschutzmaßnahmen, aber welche Grundlagen werden eigentlich hier
genommen, um diese Infektionsschutzmaßnahmen an uns oder an das Volk aufzudrücken. Und das ist eben die Risikobewertung. Welches Risiko oder wie wird eigentlich überhaupt ermittelt, dass es überhaupt ein Infektionsrisiko gibt? Dann haben wir den PCR-Test, wir haben den Schnelltest, wir haben die Meinung von irgendwelchen Experten, wir haben Modellrechnungen schon seit 14 Monaten, Modellrechnungen, die bis heute nicht aufgegangen sind. Und wenn wir das als Grundlage nehmen, müssen wir jetzt sagen, was gibt es eigentlich überhaupt für eine Grundlage, dass wir diesen Punkt 2, also Infektionsschutz, nicht Infektionsschutzmaßnahmen, sondern diese Gefahrenlage, was gibt es für eine Grundlage, dass wir die Gefahrenlage jetzt überhaupt so einordnen? Und dann müssen wir zum Virus kommen, zu der Fragestellung, okay, um welchen Erreger handelt es sich? Ist dieser Erreger überhaupt mal isoliert worden? Gibt es eine komplette biochemische Charakterisierung und eine Darstellung der vollständigen RNA-Sequenz dieses Erregers? Und wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen und dafür eine vernünftige Lösung kommen, dann müssen wir an Punkt 2 und an Punkt 3 kommen. Aber wir diskutieren die ganze Zeit, machen die Masken Sinn, macht AHA-Regel Sinn, macht jetzt die Impfung Sinn. Wir müssen 2 Schritte zurückgehen. Und zwar an den Tag, an dem definiert wurde, dass es sich hier um eine Virusinfektion handelt. Und wenn wir letztendlich die Faktenlage momentan noch nicht haben, und ich habe sehr viele Studien durchgeguckt mit ganz vielen Kollegen, wir finden momentan keine seriöse Studie mit einem Kontrollexperiment oder Kontrollgruppe, die tatsächlich belegt, dass es einen Coronavirus gibt. Es kann sein, dass es den gibt, aber wir sind doch nicht in der Schuld zu beweisen, dass es keinen gibt, sondern derjenige, der behauptet, dass es einen gibt, der muss das präsentieren. Und nicht umsonst gibt es momentan einen Fonds von 1 Million Euro, wo eben Herr Drosten, Herr Streeck, Herr Thiel aus der Schweiz, Tannert, wie sie auch alle heißen, sich diesen Topf bedienen können. Sie müssen uns nur oder der Menschen, die genau das Ganze hinterfragen, ein Isolat nach streng wissenschaftlichen Kriterien präsentieren. Und das ist bis heute nicht passiert. Und dann würde auch dieses ganze Kartenhaus zusammenfallen, weil dann müssen wir uns die Frage stellen, an was sterben denn die Leute, weil Menschen werden ja schon krank. Es ist ja, ja nicht so, dass keiner krank wird. Sterbefälle und ganz genau. Zumindest auch Krankheitsverläufe. Wir haben zwar die niedrigsten Sterbefälle mit, die niedrigsten Sterbefälle im Vergleich zu den letzten 10 Jahren, abhängig auch von der Bevölkerungsentwicklung. Aber trotzdem werden natürlich Menschen im Winter krank und manche etwas schlechter, im schlechteren Zustand und andere, die merken das kaum, wie einfach eine banale Erkältung. Sie sprachen es ja selber gerade an, dass es eben offensichtlich so nach der Kanzlerin her auch eine politische Entscheidung war, was ja mittlerweile auch vor 4 Monaten oder 5 Monaten von der Kanzlerin gesagt wurde, wenn ich mich recht erinnere. Aber gefühlt jetzt als Bürger würde ich aber noch denken, wir sind in so einem Feuermodus. Also immer wieder kommen Personen, sagen wir mal einfach mal Karl Lauterbach, der regelmäßig warnt. Also wenn ich Internet aufmache bei ja, Welt oder wo immer, Karl Lauterbach warnt. Ja, das ist auch ein Mediziner, zumindest aus meiner Sicht erst einmal. Und das beschleunigt ja immer wieder so diesen Modus, Alarm, Feuer, es brennt. Und die Feuerwehr tut ja im Prinzip auch nicht erst analysieren und sagen, ach, jetzt gucken wir mal, wie das Feuer alles ist. Wie kommt man denn aus dieser Situation heraus? Also Sie sagen ja, man braucht eigentlich Zeit, man muss genauer bewerten, also hatte ich jetzt zumindest gerade so verstanden. Wie schafft man denn das von denen, die warnen und rufen Feuer, Feuer, schnell löschen? Wir kommen aus der Nummer gar nicht mehr raus, weil die Politik hat offensichtlich irgendein Programm im Hintergrund. Ich kann das ja nur aus ärztlicher oder aus medizinischer und wissenschaftlicher Sicht betrachten. Und für mich ist das Thema, das wir momentan seit 14 Monaten hier durcharbeiten, jetzt hat sich im Prinzip aufgrund der ganzen Datenlage, die wir haben, auch herausgestellt, ja, dass wir ja kein anderes medizinisches Thema haben, als wir sonst auch immer im Winter haben. Sonst würden wir ja ganz andere Zahlen sehen. Es kann ja nicht sein, dass 21 Krankenhäuser geschlossen wurden letztes Jahr. Dieses Jahr geplant ist, dass viele Krankenhäuser geschlossen werden. Dass viele Ärzte, Krankenschwestern auf Kurzarbeit sind. Und aber auf der anderen Seite die Politik uns genau das Gegenteil erzählt. Und ich finde, ein Gradmesser ist immer, wenn man auf einer Demo zum Beispiel ist, nehmen wir mal Beispiel Kassel, und wenn man mal guckt, was die Medien daraus machen, aus einer absolut
friedlichen Veranstaltung, dann ist es immer ein Gradmesser, dass es die Regierung verdammt ernst meint mit ihrem Programm. Und das bedeutet, wir müssen uns verdammt warm anziehen für die Zukunft. Ja, aus Kassel haben wir ja auch berichtet, haben wir selber so gesehen. Gab Situationen, klar, wenn dort jetzt 20.000 Leute waren, gab es auch Situationen, wo mit der Polizei mal was eng wurde, wo mal, ich denke, das ist erstmal eine ganz, ganz normale Geschichte gewesen. Ich wollte ganz gerne noch mal bei Ihnen als Mediziner auf das Thema zurückkommen. Sie sind seit vielen Jahren Mediziner, habe ich nachgelesen. Vorher in Offenbach am Klinikum, wenn ich es richtig weiß. Also schon zumindest in großen Häusern letzten Endes. Wie war denn, sage ich mal, jetzt vor 5 Jahren die Situation im Krankenhaus gewesen? Also da gab es doch mit Sicherheit auch schon Überlastungen. Das Gesundheitssystem wird doch schon seit Jahren eigentlich in Richtung entwickelt. Also ich erinnere mich, 2016 sagt die Bundesregierung sogar selber, wir haben zu hohe Krankenhauskapazitäten. Ja, wie ist denn da Ihre Sicht als Mediziner? Na gut, also ich war 17 Jahre lang im Rettungsdienst und für mich ist es überhaupt nichts Ungewöhnliches, dass punktuell Intensivstationen einfach überfordert sind. Das ist völlig normal. Gerade in so Ballungszentren wie im Rhein-Main-Zentrum, wie im Rhein-Main-Gebiet oder hier Kreis Offenbach oder auch im Main-Kinzig-Kreis. Und da war das im Prinzip immer wieder so, dass wir im Rettungsdienst nach Intensivbetten gefragt haben, bei Verkehrsunfällen oder auch anderen Notfällen und man durch den ganzen Kreis geschickt wurde. Punktuell sehen wir sowas immer. Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches, dass punktuell eben Krankenhäuser überfordert sind, vor allen Dingen auch zu bestimmten Stoßzeiten. Und das ist eben immer die Phase, wenn der Körper sich im Prinzip an Temperaturveränderungen anpasst, ob es jetzt Hitzephasen im Sommer sind oder ob das letztendlich die Kältephasen im Winter sind. Da erfolgen immer Anpassungsreaktionen. Da kann es immer sein, dass so ein Krankenhaus mal überfordert ist und nichts Ungewöhnliches. Auf der anderen Seite war natürlich die ganzen Jahre zu beobachten, dass an jeder Ecke gespart wurde. Also das Pflegepersonal wird völlig überfordert, unterbezahlt. Die Ärzte waren überfordert, auch unterbezahlt. Es gab Zeiten, da haben wir 36 Stunden am Stück Dienst geschoben. Also ich möchte mein Auto vor vielen Jahren, ja. Ich möchte mein Auto nicht von einem Handwerker repariert bekommen, der 36 Stunden lang nicht geschlafen hat. Aber im Krankenhaus war das üblich. Und das wird überhaupt nicht diskutiert. Also eine Überforderung des Systems und Geld sparen im Gesundheitswesen, das ist schon ein langes Programm. Das sehr sicher alle Mediziner beobachten, auch meine niedergelassenen Kollegen, die immer mehr Restriktionen haben in puncto Pauschalen und was man alles so theoretisch die Privatpraxen spüren es, dass die Gebührenordnung für Ärzte seit den 80er Jahren überhaupt nicht mehr verändert wurde. Also ein Beratungsgespräch, dafür kriegt ein Mediziner 10 Euro. Das muss man sich mal überlegen. Und darüber wird auch nicht diskutiert. Also es mangelt an allen Ecken. Ja? Also das ist die Tatsache. Das ist das, was wir sicher, also jetzt nicht nur ich, sondern auch alle meine Kollegen, mit denen ich mich unterhalte, auch die in den Kliniken sind, es herrscht Konsens, dass wir ein Riesenproblem im Gesundheitssystem haben, nämlich mit einfach nur Einsparungen. Es geht nämlich nicht um Gesundheit, sondern es geht um wirtschaftliche Interessen. Und so sieht es aus. Was wäre nochmal so, ich sag mal, als Schlusswort vielleicht auch ein bisschen eine Botschaft an Personen, die eben jetzt immer noch in dieser Angstsituation leben, überlegen jetzt, gebe ich mir die Impfung, wie häufig teste ich? Vielleicht einfach da nochmal ein Mediziner-Statement bitte. Ja gut, was heißt, gebe ich mir die Impfung? Jeder Mensch kann natürlich sich frei aus eigener Selbstverantwortung natürlich entscheiden, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Ich denke mal, zur Aufklärung gehört sicherlich, dass es keinen sicheren medizinischen oder Zulassung für diese Impfstoffe gibt, sondern dass wir hier eine Notfallzulassung haben und dass wir natürlich erstmal beobachten müssen, was so in den nächsten 3 bis 5, 6, 8 Jahren diese Impfung oder diese Impfaktion für Folgen hat. Das können wir jetzt überhaupt nicht abschätzen. Und daher, das muss jeder sich selbst überlegen, ob er sich impfen lässt. Ich denke, wenn man registriert, dass der Mensch ein selbstregulierendes Wesen ist und dass man allein mit einer gesunden Ernährung, mit Sport und mit einem positiven Geist sich über lange Jahre selbst regulierend gesund halten kann, da muss man sich die Frage stellen, was soll das Ganze momentan? Und dass jemand Angst hat,
Ja, man muss sich mit Angst beschäftigen, sehr sicher. Und man muss vielleicht sich eine Strategie überlegen, wie man in die Angstvermeidung reinkommt. Aber ich sehe in Corona eine riesen Chance momentan. Ich sehe das sehr positiv, die Entwicklung, die da ist. Weil ich habe mich vor 2 oder 3 Jahren auch beschwert über die Situation insgesamt. Nicht die wir jetzt haben, aber im Gesundheitssystem. Wir haben jetzt mit Corona die Chance, viele Sachen für die Zukunft anders zu machen. Das heißt, es wird zwangsläufig eine neue Weltordnung geben müssen. Die Frage ist nur, wer definiert die und wer bestimmt die? Und wenn wir Menschen der Meinung sind, dass wir selbstbestimmt sind, dann sollten wir die Zukunft auch selbst bestimmen und nicht von anderen bestimmen lassen. Und das, da werden wir jetzt sehen, wie die Entwicklung hingeht. Es geht zumindest mal in die Geschichtsbücher ein, was wir hier alles erleben. Das mit Sicherheit. Deshalb dokumentieren wir auch gerade hier. Von daher vielen Dank für das offene Gespräch. Selbstbestimmung ist, glaube ich, genau das Wort. Absolut. Hoffentlich bekommen wir die noch lange oder haben die noch lange. Wissen Sie, wenn ich jetzt 40 Kippen am Tag rauchen würde, da würde überhaupt keiner ankommen und sagen, hier, du Böser. Und wenn ich auf dem Hinterrad mit dem Motorrad nach Basel fahren würde über die A5, wird sich offensichtlich auch keiner darüber aufregen, weil es ist ja meine Eigenverantwortung, solange ich nicht andere Menschen dabei schädige. Aber zum Thema Corona haben wir das Narrativ aufgesetzt bekommen, dass wir ständig solidarisch sein müssen für X, Y, Z. Und die Frage ist nur, kann nicht jeder Mensch mit seiner Eigenverantwortung nämlich entscheiden, was er selbst für seine Gesundheit tut? Und wenn jemand der Meinung ist, der ist im Winter gefährdet, dann soll er halt zu Hause bleiben und eine Maske tragen. Wo ist das Problem? Kann er doch machen. Also die Frage ist nur, ob man es anderen Menschen aufdrückt. Selbstbestimmung, genau. Selbstbestimmung, so sieht's aus. Von da, wie gesagt, nochmal vielen Dank für das Gespräch. Ja, bitte. Und gern wieder. Ja, gerne. Gut. Das war das Gespräch mit Herrn Dr. Thomas Kier. Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Viele interessante Informationen. Von daher... Solange bis wir funktionieren, endlich kapieren, wir sind doch hier nur